Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen. Wir haben 20 Uhr, wir haben wenig Zeit und ich muss viele erzählen. Es gibt Redebedarf, denn es war ein Update. Ein saugroßes Update. Wir sind nämlich jetzt gerade in der Alpha 3.3.0 und es gibt neue Bosse und neue Gegner generell. Total krass ist das. Aber das Blöde ist, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Eisen und ein bisschen Schrott farmen. Ist Eisen ein bisschen Schrott? Also ich meinte Eisen und Kupfer und Gestrüpp. Und das dann noch vor die Horde losgehen. Denn ich würde nämlich gerne nochmal The Ripper Rear Paket. Jetzt fängt es aber an. Ich sage es euch. Die Reparierstation möchte ich gerne noch hinstellen, bevor die Horde losgehen tut. Wir wollten hier um bestimmte Sachen nicht kümmern. Wäre das nicht geil? Ich finde schon. Ja, bitte. Und ich hätte noch ein paar Fallen. Mehr. Also, hätte gerne. Es wäre cool, wenn das so funktionieren würde. Wenn ich das zusammenkriegen würde, wäre Knorke. Schauen wir mal. Ich sag mal so. Oh, die haben die Geräusche ausgetauscht. ich sag mal so, summa summarum würde mal sagen, ich brauche Minimum, Maximum, Maximi, Maxima. Sag ich mal so, auch ein leeres Inventar. Nein, ich brauche Kupfer ungefähr noch 30 Stück. Mindestens. Und ich habe nichts eingesammelt gerade. Hä? Naja, gut. Es besteht die Möglichkeit, das zu bekommen. Ach so, und es gibt neue legendäre Eigenschaften. Gegenstände. Siehst du, sie hatte bestätigt. Ja, ja, wollte ich sagen. Ja, ist alle drin gekommen. Ich war vollkommen überfordert, wo ich das gelesen habe. Also überfordert in der Hinsicht. Aber das ist ein anderes Ding. So, ich würde mal sagen, wir gehen runter Richtung Wasser. Knacken da weg, was wir kriegen. Und auf dem Weg zurück nehmen wir noch ihr Strumpf mit. Weil wie gesagt, muss ja alle produziert werden. Aber wie gesagt, das haut jetzt alles hin, denn wir haben ja bei dem Boss Nummer 3 gewisse Schaltteile gekriegt. Das heißt, oh Mann, warum drücke ich dann jedes Mal die falsche Taste? Weil falsches Spiel ist. Mann. Ja, wie gesagt, wir können sie ja jetzt verbauen. Wir können sie ja zwei Teile bauen. Aber ich glaube, eins reicht, war bis vorne hin. Oh, scheiße. Das ist jetzt doof. Ich habe Sachen eingestellt bei OBS. Die fallen mir nicht. Ich habe einen Puffer eingeschalten. Jetzt ist ein Delay drinne. Ein Killerhase, schon wieder. Ja, ist doch gut. Lass mir doch mal in Ruhe, du Hase, du. Komm her. Nicht hier erst anfangen und dann hier, ne? Ich kann auch schießen. Wenn es sein muss, wenn ich dich sehe. Was ist denn hier los? Ich habe für diesen Scheiß keine Zeit. Was hast du denn für mich? Erstmal Fleisch. Und ein Messer. Ha! Habe ich das gewusst. Ja, ja, ja. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Achso, bei der Kamera. Oh, das ist kacke. Das gefällt mir nicht. Warten Sie mal. Ich bin in ein paar Sekunden wieder zurück. So, jetzt haut alle wieder hin. Sag ich jetzt mal so. Ah, das ist ja mal doof. Naja, ein Puffer, ne? Aber wie soll ich mich denn daran orientieren, ob das flüssig läuft oder nicht? Wenn Jan Delay vorbeischaut. Ich will nicht, dass er vorbeischaut. Aber es wurde ja korrigiert. Alle Dude, alle Knorke. So, wie gesagt, ich brauche jetzt ganz dringend die mindestens 30 Stück noch. Alles, was da drüber ist, ist ein Bonus. Ja, 22 Uhr. Ja, das ist nicht das Problem. Ich sag mal so, wenn ich das Ding hingestellt kriege. Ja. Und ich krieg auch noch die Pfeilen hingestellt und kann sie noch aufwerten, dass sie nicht brennen. Die laufen ja so oder so. Auch wenn die noch nicht mit Strom drin sind, dann laufen sie eben halt auf Batterie. Ist mir total egal. Hauptsache, die laufen.
Und zur Not, ich habe ja auch noch ein paar Schaltplatten, die kann ich ja auch noch auseinandernehmen, kriege ja auch noch Materialien. Ist jetzt nicht so, dass das knapp werden könnte. Vielleicht ja doch. Aber es wäre schon schön, wenn ich nicht das so im Hinterkopf haben würde. Versteht man das? Hallo Sie! Ach, und der Border auch ein bisschen. Also die Grafik Border auch ein bisschen hochgedreht. Also wieder mal. Was diese Dudes angehen. Alter, diese Sounds jetzt, wenn man die zerlegen tut, die sind schon nice. Also ich finde das Update wieder gut. Also ich finde jedes Update gut hier. Zur Zeit. Alter, aber vor allen Dingen finde ich den neuen Boss. Bossin gut. Aber. Naja, um die werden wir uns dann kümmern, wenn wir soweit sind. Also, wo ich das Bild gesehen habe, habe ich eher gedacht, sind wir jetzt bei Souls-like-Spiele oder was? Aber das ist ein anderes Ding. Wir werden sie noch früh genug sehen. Hoffe ich doch. Also, ich hoffe innerlich, aber äußerlich. Oder ist das, nee, äußerlich ja, aber innerlich. Ja, das klingt korrekt. So. Und irgendwann haben die auch mit einem Schwierigkeitsgrad gemacht. Warum? Naja, ich habe nochmal versucht, so ein bisschen offline alleine zu spielen. Mit einem eigenen Spielstand. Gut. Ich bin von null Richtung unsere Brücke gelaufen. Das ist keine gute Idee gewesen. Ohne Bewaffnung ist das kacke. Alter, bin ich oft gestorben. Gut. Aber ihr kennt mich ja. Ist ja nun auch nicht so, dass ich jeder Herausforderung aus dem Weg gegangen bin. Nämlich gar nicht. Ich habe sie mir gestellt. Und die haben mich dann gestellt. Aber wie sie mich gestellt haben. Und zwar so lange, bis ich auf dem Boden gelegen habe. Aber das ist ein anderes Ding. Das ist ein anderes Ding. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Achte. Ich bräuchte schon ein bisschen mehr. Wir haben 21 Uhr. Sag mal so, bis 22 kann ich sammeln. Es sei, ich krieg hier jedes Mal so eine Hannes. Wo sind die denn? Da. Sag mal, Hannes? Mach mal so, dass es geht. Kommst du im Rucksack? Achso, kommst du ja so oder so. Also, die Geräusche hier fallen mir schon mal. Was? Ach so, da. Funzel! Mensch, was machst du denn hier? Stimmt ja. Muss ja jetzt auf die achten, ne? Ach so, ab und zu auch treten. Rusche! Misch dich nicht ein! Das ist ein Ding zwischen mir und sie. Was? Wo denn? Wo bist du denn? Da. Daneben. In Arsch getreten. Boah, ich hab bitte. Es ist nur ein Steinkarmin. Ach so, und die Giants, die wurden auch überarbeitet. Da gibt nämlich jetzt mehrere. Ich hoffe, wir werden es später rausfinden. Es gibt nämlich jetzt auch bewaffnete Giants. Und zwar je nach Biom. Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte mal. Hinein, hinein! Wup, 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 wup. Bist du schon tot oder bist du nicht tot? Mischen Sie sich bitte nicht ein. Oh, das sind ja noch mehr. Du hast mich infiziert, du blöde. Ich dreh dich bis bei uns im Wesen. Achso. Ja, da hat doch noch jeder gefehlt. Hätte doch gleich wissen müssen. Ja, ja, ist doch gut. Da hinten ist noch ein Kotzer. Das sind zwei? Warum kommen denn zwei? Ja, ja, die Titanium-Ohr. Boah, Junge, boah. Boah, Konstriktor. Wie tritt die in den Hoden?
Sorry. Aber ich habe ihn dahin getreten. Also, ich lüge euch nie an. Wenn ich es gemacht habe, habe ich es gemacht. Was haben wir denn jetzt? Ah, shit, Alter, 9 Stück. Was ist das denn? Nee, muss ich ihm halt Sachen auseinandernehmen zu Hause. Aber ich muss ja auch hier Gestrüpp mitnehmen. Das habe ich nicht kommen sehen. Hey, du Sau! Bleib mal stehen! Das funktioniert auch? Was? Wo? Und, aber hier ist heute auch viele Fleisch unterwegs. Also sehr, sehr langsam. So, wo war jetzt das Eisen? Da. Ha! 9 Kupfer. Jetzt. Das geht ja mal ja nicht. Was soll denn das? Warum bin ich denn überfüllt? Weil ich mit einem vollen Inventarleuchte gegenschiebe, du Hannes. Warten Sie mal ganz kurz. Ich kann noch. Ach, und die Menüs haben sie auch überarbeitet. Das wird mir alles nach und nach ein, wa? Wie ihr seht, geht das jetzt so. Ach so, ich muss. Hab ich vergessen. So, warte mal. Nee, hier, bitte. Dann nehme ich den raus. Und das Licht drin. Bringt uns zwar nicht weiter, aber. Irgendwie schon. Das sind 2 Plätze frei. Was willst du mehr? Ja, warten Sie mal. Ja, so. Ich würde jetzt gerade sagen, da ist er doch. Was habe ich nun gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Eine Laserknifte. Wir sind jetzt bei Star Wars angelangt. So. Später haben wir denn 21 Uhr noch. Ein paar Sekunden haben wir noch. Pass auf gleich. Zack, 22. Wie gesagt, ich muss ja auch noch ein bisschen Zeit haben, um die ganze Chose zu bauen. Und falls ihr euch wundert, warum ich im Dunkeln hier das Zeug sammle und nicht früher, ich habe doch noch andere Sachen gemacht. Ich habe doch schon Sachen angefangen zu machen. Ja, ja. Aber da wart ihr ja mit bei. Zum Teil. So, wie gesagt, jetzt ist nur noch. Bleib stehen. Oh nee. Das ist mir wichtiger. Wenn ich auch dafür was kriege, was ich haben will, dann ist mir das wichtig. Ja, leider nicht. Das ist ja mal schade. Ja, mal schade. Aber wir sind ja eigentlich da hinten safe, also jedenfalls von außen. Die können zwar immer noch bei uns hinten rinkommen, aber wir haben ja auch noch Gegengewalt. Und zwar im Munitionsforum. Ja, ja. Der Karbin hat so ihn oder die andere paar Trönchen. Und die werden wir dann zur Not auch darin pressen. Ja, gut, machen wir uns nicht vor. Ich werde das so oder so in die Leute rinpressen. Hallo? Sparsam war gestern. Eigentlich nie, wa? Ja, doch. Man kann nicht sagen, dass ich nicht sparsam bin. Also sehr selten. Aber so in 1 oder 2 Folgen von 100 kann das schon ein oder das andere Mal vorkommen. Oh, shit. Oh, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn noch aus dem Leben geklatscht. Und zwar im Flug. Wo muss ich denn jetzt lang? Achso, ich bin hier erst. Ich muss mir mal ein Fähnchen bei uns hinhängen. Nach der Horde. Hallo, du Sau, warte mal kurz. Ach, verdammt. Das sind 2. Na gut. Moment, ich habe ja keinen Platz, wa? Doch, hab ich. Ich hatte noch Platz für die Sauerei. Ist da so. Die soll nicht alleine in meinen Rucksack sein. Das wäre nicht artgerecht. Na du? Ein schönes Stück. Was ist denn gleich den nächsten gekriegt?
fehlen uns bloß noch ein paar. Aber ich glaube, zum Bau des Dröhnchen, Stationchen, tätet eigentlich schon reichen. Würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist eher, dass das für weitere Fallen nicht reicht. Aber wie gesagt, ich habe das schon angerissen. Ich wollte nur noch ein paar zusätzliche hinbauen. Und habe gedacht, ich kriege die Ditte auf der Schnelle so mal zusammen. Aber naja, gut. Jeder so wie er kann, wa? 22 Uhr, Kabin. Zieh einen Finger. Jetzt musst du aber wit wit. Ist denn mit auf Sand? Dann kannst du halt schneller rennen. Achso, mein Inventar ist voll. Deswegen kann ich das nicht wegpacken. Es ist mir nicht möglich. Ach, und danke für den Tipp mit den Schrägen, dass ich das auch anschrägen kann, wegen der Stabilisierung. Problem ist, ich habe sehr hoch gebaut. Diese Option ist für mich nicht mehr akzeptabel. Würde ich jetzt erstmal so hochtrabend sagen. Weil von da unten nach oben ist ein ganz schön weiter Weg. Aber so wie ich das sehe, ist das noch stabil. Genauso wie mein Safe Game. Wisst ihr, sie fängt jetzt schon an zu kotzen. Das ist kein gutes Zeichen. So, aber was ich jetzt schon mache, weil ich neige Sachen zu schleifen lassen, mach mal das Benzin drin. Alter, 1100. Schaff ich das noch? Oder ist mein Getränk gleich weg? Habe ich Getränk mit bei? Nee, ich habe ja auch keinen Platz mehr. Ja, lass ich das erstmal drin. Ach, das reicht schon. Vielleicht habe ich noch ein paar Sekunden Zeit, wenn ich das aufgestellt habe, dann kann ich nochmal nach hinten schauen. Schauen wir mal, wa? So, was ich eigentlich gesagt habe. Hier sind doch auch noch... Genau. Und Sicherung habe ich ja auch noch. Das sollte doch eigentlich reichen für die Sachen, die ich machen will. Ach so. Wenn da nichts drin ist, kannst du da auch nichts, ne? Das hätte in den... Wahrscheinlich hier in die Mist, wa? Nee, hier sind die Spulen drin. Ja, spulig oder was? Reicht doch. So, na gut. Was braucht denn der Kabin? Also. Habe ich nicht. Aber bald... Den Rest habe ich. Also, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Kupfer. Aluminium, sorry. Mein Fehler. Habe ich. Reicht auch. Und jetzt brauche ich 10 und 5. Also, erstmal brauche ich das. Denn davon 10. Ne, korrekt. Auch wenn ich schon welche auf der Tasche habe, ist egal. Ich mache trotzdem. Fertig. Schnell auf dem Dach. Bevor sie uns auf dem Dach stellen. Und hier hinten, wie gesagt, werde ich Platten aufsetzen und dann Garten nach oben. Aber das ist ein anderes Ding. So. Na denn. Was denn nun schon? Idiot, ich habe das falsch gedrückt. Gut, ich brauche jetzt. Jetzt brauche ich nochmal. Dings. Aber das dürfte auch kein Problem sein, oder? Ich warte nicht. Also, schon, aber war im Spiel. Ja, das ist ja mal toll. Aber ist auch kein Problem. Kann mir noch ein paar Äste herstellen, dann sollte das reichen. Was ich jetzt brauche, ist Aluminium. Und zwar schon fertiges. Was ich denn auseinandernehmen kann. Weil ich jetzt das Eisen hier geschmissen. Bin bestimmt wieder dran vorbeigelaufen, wa? Mit stehenden Fußes. Ist doch. Achso, nee, warte mal. Ich muss. Wie war denn Ditte? Ditte, wa? Erst muss ich das auseinandernehmen und dann Ditte und Ditte, ne? Ich brauche wieder Platz. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Keine Panik auf der Titanic. Alles ist gut, alles wird. Hoffentlich. Hoffentlich wird es. Wo war mein Essen drin? Ich muss mich nicht übergeben. Das ist verkehrt. Das passt irgendwie nicht.
Achso. Keine Platz mehr. So, naja, gut. Also. Handling. Auseinandernehmen hier. Da. Da. Ach nee, das ist ja da. Ach, ich brauch doch die Ich brauch doch die anderen Platten. Ich brauch doch Magnesium. Und das ist doch Aluminium. Ich hatte aber was. Bin mir ganz sicher, dass ich nur welche hatte. Da, siehst du. Gar kein Problem. Wenn kein Stress, denn kein Stress, dann ist alles Schnigge. So, wo ist das jetzt? Da ist es. Na, na, na. Na, 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 na. Mach ich. Zack, Bums. Jetzt. Da muss ich das bloß noch verkabeln und dann ist es gut. Gut, gut. Siehst du? So. Ist ein bisschen schräg. Ich weiß. Es passt sich mir an. Da ist der Schalter. So, das ist ja dauernd am laufenden Band auf. Das sieht auch anders aus, ne? Kann das sein? Ja. Ja. Ja, 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 ja. So. On. On, on. Onions. So. Also. Reparatur. 25 Meter. Los. Da. Da. Und Steine brauche aber. Ach, ich hab das Geräusch überhaupt nicht vermisst. Ein bisschen Zeit haben wir hier noch. Warte mal, habe ich denn überhaupt noch Steine? Jetzt brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich noch was hab. Und das brauche ich ja. Nee, das habe ich ja alles verarbeitet. Und zwar für die Fläche da hinten. Nee, das ist doch nur da. Dann kann das nämlich auch rennen. Weil wenn die Bums machen, dann will ich vorbereitet sein. Wissen Sie? Das kann ja nicht schaden, vorbereitet zu sein. Siehst du? Passt, Bucket hat Luft. So, dann braucht er noch die anderen Steine, ne? Verdammt. Mach ich danach. So, was brauche ich noch? Ich brauche jetzt Rotoren. So, ne. Davon brauche ich jetzt erstmal Kabel. So. 3 Stück. Oh, also brauche ich 9 insgesamt. Das ist korrekt. Check. Wenn ich eine oder so 2 zu viele mache, dann ist das irgendwie nicht so wild. Oh, das wird schön. Das sage ich euch. So, fallen. Das könnte mir gefallen. 1, 2. Zeit! Sorry. So. Tolle Geräusch. Toll. Toll, toll. Ich könnte eigentlich das Ding hier rauspacken. Brauche ich ja nicht mehr. Den Schrauber müsste ich eigentlich auch nochmal nachbauen, weil, wie gesagt, besser geht ja immer. Och nee. Das heißt, 15 pro Stück nochmal. Reicht das? Habe ich genug? Naja, nicht, wenn ich der Musik eben halt auseinandernehme. Also nochmal. Weil es so schön war. So, warte mal. Erstmal hier 15 Stück. Das reicht doch. 15 und dann nochmal 15. Ist das korrekt? Oh, ich höre da schon wieder was auseinander.
leddern, strommäßig. Aber ja, brauche ich mich doch ja nicht mehr darum kümmern. Pff. Das ist doch Billigarbeit. Billigarbeit sollte man nicht unterschätzen, Karbin. Oh ne, jetzt fehlen mir da auch noch Dings. Steckerse. Steckerse fehlen mir. Zwei Stück. 23 Uhr. Na denn, Karbin, wa? Kann ich mir noch mal Kupfer extra machen? Ja, 9 Stück extra. So, warte mal, was braucht ich? Oh, ich hab schon wieder voll aufgepasst, hab ich. Achso, einen, glaube ich, braucht ich immer, ne? So, warte mal. 2 brauche ich noch. Motor habe ich bloß noch einen. Mache ich nochmal eh nach. Das ist korrekt. Ich glaube, ich habe jetzt für 2 gemacht. Ja, ja, gut, passt ja. Hallo, nein. Danke. Mach sowas nicht. Immer schön die Musik laufen lassen. So, also, ich könnte jetzt quasi, oder ich sollte... Warte. Der Gegner da, der Gegner da, der Gegner da. Zieht das mal ab hier. So. So. Alle, die ihr habt, nur eine Reihe mehr und muss ich dann einfach bloß immer dazu klemmen. Seht ihr? Passt, passt, wackelt, hat Luft. So, jetzt würde ich sagen, hier hinten, wenn irgendwann mal die Möglichkeit besteht, Stamper. Stamper sind cool, weil darunter kann ich mich noch Sachen machen. Aber erstmal, das ist schon mal fertig. Das heißt, wir haben jetzt Fallen zusätzlich gebaut und wir haben Reparierteil gebaut. Was will man mehr? Oh, da fallen mir eh zwei Sachen ein. Sag mal, wenn ich jetzt... Ja gut, macht ja keinen Sinn. Später. Aber das wird noch passieren. So, was werde ich denn jetzt machen? Achso. Ich wollte mir noch ein paar bauen. Achso, ich brauche ja mal 3. Einmal 3. Warten Sie mal. Gar kein Problem. Erstmal. So, was habe ich jetzt? Dann nehme ich nochmal 2 extra. Und stell die erstmal hin, wenn geht. Wenn die dann aufwerten kann, dann ist das gut. Also ich kann ja hier so oder so bloß Stamper hinstellen, weil ich kann sie ja nicht rausschmeißen, die Typen. Hier ist ja schon Feierabend, wisst ihr? So. Ich wollte die Feuer festmachen. Jetzt muss ich mir erstmal 3 Motoren bauen. Ich hoffe, das reicht. Also wenn jetzt Flammis hier ankommt, bin ich am Popis. Aber gut. Oh. Das ist aber jetzt doof. Aber warten Sie mal. Da gibt es ja auch was von Ratio Farm. Ich kann mir das später wieder produzieren. Aber erstmal brauche ich die anderen Sachen. Seht ihr? Alles Knorke. Ich hab doch alles unter Kontrolle. Karbin ist außer Kontrolle. Wup, wup, wup. Ihr sagt, das ist kacke. Ich brauch nochmal 3 Stecker. Dann brauche ich noch Stäbe, 15 Stück. Das könnte vielleicht doch knapp werden. 3 waren das, ne? Drei davon. Die sollen ja dann quasi nur die davon abhalten, mir auf die Pelle zu rücken. Und das sollte eigentlich funktionieren. Kann ich ja 10 Stück machen. Das reicht ja. Dick und dreifach. Das Spiel wurde gespeichert. Besser für dich. Und besser für mich.
Ich hab nie dran gedacht. Ja, wie gesagt. Also rein theoretisch. Sollte es funktionieren. Gut, ich brauche nochmal 5. Dann erzählen wir noch ein bisschen, haben wir noch. Die Hauptsache ist, die arbeiten ein bisschen und fangen nicht gleich an zu brennen. Das ist meine Hauptsache. Das war, ne? Davon brauche ich nochmal 5 Stück. Ja, dann müssen wir wohl demnächst nochmal ein bisschen hier poolen gehen, wa? Also, Jan Schöne. Lalalala. Ich bin Ufiri. Ja, ja, gut. Ein bisschen Lebensenergie wird schon reichen. Es geht los! Das große hier Bumse. Also, nee, das ist ja heute ja nicht. Heute ist ja, hier, Killertime. Ey, wenn die jetzt hier draußen rumlaufen, dann kriegen wir doch auch hier heute diese Robbelviecher, wa? Also, die zusammengenähten in der Mitte. Glaube ich. Sehe nichts. Ja, sagen Sie mal, habe ich auch dran gedacht, hier an Imcheck hier? Naja, so ein bisschen. Aber ich kann ja schon mal nebenbei, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schön. Schönen guten Tag. Ja, vielleicht stelle ich nochmal ein bisschen andere Munition her. Sollte sehr für ein, zwei Kügelchen reichen. Oh, die sind schon da. Gut, dann machen wir das nächste Mal. 70 Schuss sollten ausreichen. 75 Schuss. Und da putzelt das schon. Da ist... Das ist das Vieh. Da sind sie. Oh, das ist ein Explosionsvieh. Nee, das ist so ein Krabbelvieh. Ich hab's da gesagt, die Ekelien. Das sind die. Aber ich hab Munition und einen Stamper. Haha. Oh. Interessiert ihn nicht. Naja, gut, wa? Ja, zum Glück, wie gesagt, Reparat. Geh mal da runter von der Karre. Ich glaub, ich spinne. So weit kommt das hier noch. Naja, gut, wie gesagt, 2 oder 3 Fallen müssen hier noch hin. Aber sonst bin ich mich zu 1% schon sicher. Und wie gesagt, die Fallen kann ich ja auch noch werten und die Mods hoch noch und so. Da ist ja noch Luft nach oben. Ist alles gut. Ich frag mich, ob ich auch die... Vielleicht sollte ich nächstes Mal gucken, ob ich die da oben aufwerte. Die Bolzen-Schussgeräte. Geh mal dahin, wo du hingehörst. In der Stampe. Du Loser. Bitte, kann ich jetzt noch sagen. Große Klappe und so, wisst ihr? Daher eher nicht. Was ist denn hier los? Wie ist denn der da? Der ist da hochgekommen. Der hat einen Sitz geschafft. Da, an der Seite. Der muss ich auf die Seite hochzumachen. Aber das geht doch ja nicht. Kann ich ja nicht machen. Dann verhellen sie ja nicht mehr raus. Kannst du nochmal hier? Ja, na, danke, 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 danke. Genau wie ich geplant habe. Der letzte wird gestammt. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt hier auch noch Pika zwischen hätte, wäre cool. Das wäre schon cool. Aber das Schöne ist, ich kann hier durchgucken. Und die können erstmal nichts machen. Das war knapp, Junge. Alter, solange die nicht hier irgendwie seitlich rüberspringen, aber das können sie ja nicht, glaube ich. Ah, die. Krabbeln unterm Radar. Die Krabbladi. Ihr sagt, hier hinten muss ich auch noch ein paar Schließanlagen hier oben hinstellen. Dann mache ich hier so einen Bolzen hin, wa? Irgendwie. Ich hab eine Idee. Ich mache hier eine Treppe runter, eine Etage oder so, ein bisschen kleiner. Eine Plattform und dann lasse ich die hier von hier unten auch nochmal beballern. Ich glaube, das könnte was werden. So, was denn los hier? Entschuldigung. Der ist aber aufgeriecht. Oh, ich wollte jetzt gerade sagen, was ist das für ein neues Vieh? Das ist meine Drohne.
Ladroni. Alter, das macht ihn schon ein bisschen safer hier so gedankenkopfmäßig, wenn man 1600 Schuss in der Hinterhand hat. Das ist schon nice, ist das da. Das war das beste Missversehen, was ich jemals gemacht habe. Hey, hey, hey. Du kannst hier nicht durchschießen. Lass das mal Sinn. The Party People sind unterwegs. Aber voll im Ohrig. Ich muss mir bald zwei so eine Reparaturgeräte hinstellen. Weil die könnte bald sein, dass die nicht mehr hinterherkommen. Aber ich glaube, das ist heute ein bisschen mehr rumballern, aber sonst sollte das eigentlich funktionieren. Wie gesagt, ich muss mir erstmal eine Station kochen. Technischerweise muss ich auf jeden Fall machen. Der Kabin braucht wieder neue Nahrung. Naja, gut, ich hab das die ganze Zeit nicht gebraucht, ne? Hey, 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 hey. Er hat jetzt geschossen, ne? Wie jetzt? Wie kann ihn ja geschossen haben? Ich denke, die Tür springt nur in eine Richtung. Oh, oh. Ah, links, rechts. Angetäuscht und töten. Töten. Oder ist das mein Gerät, was dagegen schießen tut? Die nicht treffen tut und dann bei mir rin? Doch, ich sag dir. Gut, ausnahmsweise heute mal. Ah, siehst du. Also auf aus irgendeinem Grund schafft er das ein. Auf jeden Fall bei den... Mal hier sind ja... Hier sind ja... Ist ja nichts zwischen. Da kann ich ja noch was machen. Ich könnte hier so einen kleinen Zaun zwischensetzen. Was kriegt denn jetzt als Zwischengeschenk? Ein Flammi! Naja, gut. Ist jetzt nicht mehr relevant, aber ich finde schon mal schön, dass ihr plant, besserer Stuff hier ankommen tut. Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Es war ein bisschen spät, aber lieber zu spät als ja nicht, wa? Wie gesagt, das kann ich ja auseinanderschrauben. Ich sag mal so, dafür, dass die hinteren Fallen nicht aufgewertet sind und so. Mods technischerweise ist das ja nicht so verkehrt. Also zwei Sachen müssen wir machen. Wir müssen uns jetzt kümmern darum, dass hier mehr Fallen sind und dass sie aufgewertet sind und dass da hinten mehr Öltürme sind. Das heißt, da müssen noch ein paar hingebaut werden und dann müssen wir eine Tour nach hinten machen, um diese Metallbauteile da hinzustellen, dass wir auch Kohle und so kriegen. Was denn später eben halt für Munition gebraucht wird. Weil ich habe nicht vor, ständig Munition zu kaufen. Das kann ich auch nicht. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, würdet mich unterstützenderweise über ein Däumchen-Träumchen freuen. Oder eine Kanalabonnierung. Also, gibt ja mehrere Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Habt da die Wahl der Qual. Ihr könnt auch im Shop drin schauen, um mich zu unterstützen. Oder eben halt, ja, wie gesagt, ein Däumchen-Träumchen. Das wäre ein Träumchen. Und ich sag schon mal Danke im Voraus. Weil ich bin Kabin, der macht sowas. Hallo? Ey, du alte Ferkel, du. Das war knapp. Das war knapp. Seht ihr? Mein Bonus. Ah, wie weit kommt denn der? Nicht sehr weit. Beim Schießen. Ja, doch, 1-2 Meter kommt er schon. Aber ich bin ja auch noch da. Mit ein bisschen Munition, wisst ihr? Da sollte doch sowas machbar sein. Ich frage mich, warum da so weit gekommen ist. Naja, gut, sind ja auch bloß zwei Türmchen, ne? Also. Die haben schon zu tun. Und er hat zu tun. Schlupf, schlupf.
Ist ihm halt vorne noch zu hier durchzukommen. Ne? Also, aber ich glaube, ich fange vorne an, die dann erstmal mit Titan aufzuwerten. Wa? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, wie gesagt, dann muss ich ihm halt erstmal. Gut, dann muss ich erstmal hier vorne zurückstecken. Und erstmal gegen das bei Titan rankriegen. So eins wie. Das wäre wahrscheinlich ja nicht so verkehrt. Du kommst hier nicht durch. Denn ich werde dich plätten. Naja, wie gesagt, die Pendels können eben halt gegen die Viecher nicht ausrichten, ne? Es sei denn, erwischt die ein bisschen früher und dann werden sie rausgekickt. Das kann auch. Warten Sie mal, kann ich jetzt. So. Gut, ich muss mir erstmal dran gewöhnen mit, mit der Umreparatur. Also. Ich wollte jetzt gerade sagen, aber der Schock ist ja an. Das andere ist ja hier raketemäßig. Flumm, hat er eine Rinnitzgurbel gekriegt. Ey, wir haben 1 Uhr. Jetzt wäre eigentlich die Zeit, aber es ist ja keine Giant Horde. Also sag mal, die Hälfte haben wir schon mal um, wa? Und es läuft gut bis jetzt. Ja, gut, war. Ich hatte 1600 gehabt, jetzt habe ich bloß noch 1200. Aber ich muss ja auch ein bisschen rumballern. Ein bisschen Spaß muss ja Sinn, ne? Wie sieht's aus? Oh, die nächste Traube ist da. Holy shit. Da ist aber ganz schön hier Wusel drin. Ich mag hier Wusel. Ist das die letzte Runde? Nee, war. Das kommen noch 2 Runden kommen noch. Also immer die und dann müsste nochmal großer Andrang kommen, ne? Geht da richtig, der Annahme, ne? Die denn um 1 Uhr läutet oder so. Na, 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 na. Ah, das sind die nächsten Krabbli. Immer schön Rinn in der Suppe. Ich meine, ich mache aus die Suppe so rum. Aber dass der das so schaffen tut, war mit der Reparatur? Also ich hoffe, dass der das schaffen tut. Nee, nee, du kommst auch hier nie durch. Ach ja. Schön. Schön, schön. Hm. Und ab runter mit ihm. Mich würde mal interessieren, ob die hier noch Schwung irgendwann mal rinkriegen, um die ins Wasser hinzuschmeißen. Lup! Das wäre schön. Hey, 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 hey. Gut. Da müsste man überlegen. Die versuchen das trotzdem. Oder ist, wie gesagt, wirklich das Gerät von uns? Weil ich habe ja hier eine doppelte Mauer. Ist ja Doppelmoppel. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Und bis jetzt ist es eine gute Idee. Was ist mit dem los? Die werden erstmal laufen, bevor der hier ihn auf. Ich stürme deine Base machst. Ich sitze hier im Käfig. Ah, das war doch eben so ein Bombenleger. Ein Granatenschmeißer. Tja, ja gut, ich kann jetzt mich da hinten so einen Sitzplatz machen und dann kann ich anfangen zu häkeln und zu stricken. Also fast. Wie gesagt, das wird ganz schön. Also ich hoffe, dass der Restlufthammer den Kabel den jetzt noch ein bisschen aufwerten, dann müsste das eigentlich funktionieren, ne? Also. Ich meinte das abbauen und so.
Wir müssen ja Kiek mal übrig bleiben tun. An Suppe. Was kann ich jetzt hin? Du kannst ihn nicht wegkloppen, wenn ich sie erschießen will. Genau. Immer hin ins Gesicht. Ist cool, dass bis jetzt die Schocker so aushalten. Aber ich werde trotzdem nochmal nachher schauen, wie das aussehen tut mit der Aufwertung. Also. Was brauche ich denn dafür? Ein Chip und. Achso, Titanbahn. Ja, gut, wa? Dann kann ich die auch noch aufwerten und dann kann ich aber hier ranknattern ohne Ende. Dann ist es aber safe. Und ich muss kicken Strom. Ah, siehst du? Die Batterien kann ich ja dann noch eine Stufe aufwerten, ne? Toll, toll hast du die mal. Naja. Ja, wie gesagt, dann müssten ja die Batterien noch. Ups, da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Unterm Radar, sag ich euch. Dass die Batterien noch voller werden können und dann das müsste ja auch noch irgendwie gehen. Aber wie gesagt, da brauche ich immer Titan zu. Hey, hey, hey. Wer schießt denn da? Ich glaube, ich muss hier auch doppelt machen, ne? Aber ich sag mal so, ja, schlecht könnte es nicht sein. Also wenn ich hier hinten das auch noch doppelt mache, doppelt ist besser. Die kann ich auch nochmal upgraden. Ich kann auf den Fuß tapsen. Na gut, wenn ich die aufwerten kann, dann kann ich die natürlich auch aufwerten. Das ist eigentlich logisch. Irgendwann mal. Mal schnell nachgucken. Gut, hätte ich vorher machen sollen, wa? So, eine Batterie ist noch. Und da ist auch noch eine. Naja, wie gesagt, aufwerten und so. Was sollten wir uns nächstes Mal wirklich überlegen? Was sollten wir tun? Ups, ich sollte nachladen. Ah, und dann eben halt, wie gesagt, die müssen dann auch aufgewertet werden, stromtechnischerweise. Aber dann sollte es safe sein. Bin gespannt, was wir an Material jetzt kriegen. Alter, 1000 Schuss noch. Das heißt aber, ich muss dann jedes Mal hin und her fahren. Also muss sich schon lohnen. Also ein, zwei Maschinen dahin bauen, da brauche ich erst ja nicht mit anfangen. Am besten, ich baue die hier hin, bis vier fertig sind, baue die ab und baue die dann da hinten auf. Weil ich brauche nicht hier dahin fahren, wenn ich nicht zu 100% weiß, dass die nicht fertig sind. Hallo! Ich hatte den doch schon fast. So ist es richtig. Immer ruf. Immer ruf. Hallo! Was machen Sie denn hier? Sie haben hier nichts zu suchen. Nee, Junge. Mal funktioniert der Schocker? Nee, doch, der funktioniert noch. Alter, vielleicht mache ich zwei Spuren. Hockermäßig. So nach vorne, wisst ihr? Also eine Schockstraße. Ah, Schock. Das wird schön. Ich habe so fiese Gedanken jetzt gerade im Kopf. Also, für die fies. Für mich ist es gut. Aber wie gesagt, das würde Unsummen an Benzin kosten, also an Strom, meinte ich. Genau. Pieken. Und stampfen. Die Kartoffeln. Oh, ich hätte jetzt nur auf Stampfkartoffeln. Aber das ist ein anderes Ding. Oh, ich glaube, das ist ja fast, wa? Ja? Ich würde sagen, das war's. Ah, die hatten nicht die geringste Chance, aber ey, da.
Mann, hat das Munition gekostet. Jetzt mal ein bisschen früher sterben, weil ich brauchte Benzin. Also, wir brauchen diese Metallsammelteile. Die werden wir jetzt erstmal bauen. Also hierhin bauen. Und wenn wir 4 Stück haben, bauen wir die ab und bauen die da hinten auf. Besser geht das nicht. Lubik, das sollten wir so tun. Das machen wir. So, ich mach das jetzt erstmal aus. Dann gucken wir mal, was wir am Benzin noch drin haben. Und hier an Stuff. Aber wie gesagt, es ist schon. Oh, da ist Gold nicht. Das ist schon ja nicht mal so schlecht. Wie gesagt, wenn wir jetzt die Fallen auch noch aufwerten. Das ist ein Helm. Toll. Naja, gut. Besser als nichts. Also, wenn wir die Fallen jetzt noch aufwerten, dann sollten wir doch erstmal wieder ein bisschen Luft haben. Na? Hallo? Mann! Sammel das auf! Ich hab doch keine Zeit. Alter, das sieht hier aus. Das sieht hier aus. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Ich sammle jetzt hier noch ein bisschen auf und wir machen dann eben halt hier morgen weiter. Hau uns rein, ich bin raus. Tschüss!